Yeah. Du bist geschickt. Kann ich helfen? Ich höre. Den Orbit.
Die Ernte ist dieses Jahr besser als sonst. Dank Mikaelas. Ich fühle mich wie ein Superheld. Solide Freestar-Familie. Das ist ihr Land.
Das wird lustig. Aufgepasst. Analysieren wir uns. Guck mal an, wen haben wir denn da? Die Wagoner hat die Kavallerie gerufen. Aber eine jämmerliche Kavallerie. Dreht mal lieber um und verschwindet wieder, solange ihr noch könnt. Eine Schießerei könnte hässlich werden. Wäre wohl am besten, das verbal zu klären. Ach ja. Wir fühlen uns hier aber pudelwohl. Und in der Überzahl sind wir auch noch. Du spielst mit einem schwachen Blatt. Also, irgendwelche letzten Worte, die ich vergessen kann? Wir sind aufgeflogen! Das wird lustig.
Mir sollte man nicht blöd kommen. Herrlich, ganz wie früher. Da ist schon mehr nötig. Ich habe Blut im Auge. Gib mir Deckung. Das mag ich am liebsten. Ich muss dich leider fertig machen. Nicht mein Tag. Scheiße, das tut so weh. Du lässt mir keine andere Wahl. Ich werde tun, was nötig ist.
Scheiße. Das war deutlich heftiger als erwartet. Leichen zu plündern ist zwar nicht glamourös, aber oft profitabel. Herzlichen Dank. Hast du was Interessantes gefunden? Was haben wir denn hier alles? Interessant. Ihr Schiff wurde also aus der Hopetech-Fabrik gestohlen. Wer auch immer das war, muss ein unfassbar guter Schiffsdieb sein. Irgendjemand will diese Farm unbedingt haben. Apropos, gehen wir zurück und sagen Wagoner, dass sie erstmal in Sicherheit ist.
Was gibt's Neues? Was ist passiert? Habt ihr die Männer gefunden? Na, da bin ich aber froh, dass ihr unversehrt seid. Die waren entweder verrückt oder verzweifelt, wenn sie sich mit den Freestar-Rangern anlegen. Also, wer waren sie? Und warum wollten sie meine Farm haben? Man sagt ja, dass die Ranger immer ihren Mann kriegen. Ihr schafft das schon. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich will nicht als die Wagoner in Erinnerung bleiben, die nach Generationen die Farm der Familie verloren hat. Klar. Trotzdem bin ich euch dankbar. Wenn du weiter Probleme hast, melde dich einfach. Wir sind im System, also können wir schnell jemanden schicken. Okay, Deputy. Zurück zum Turm. Wir müssen dem Marshall Bericht erstatten.
Trautes Heim. Lange auf und lese heimlich. Hast du heute Nacht was Neues aus deinem Buch gelernt? Tu nicht so, als wärst du sauer. Ich weiß, dass du es nicht bist. Ich habe gelernt, dass die Leute auf der Erde mit Hilfe der Sterne navigiert haben. Echt cool.
Und als Space Hunter gegen... Manchmal denke ich, wenn ich aufhören würde, Leute zusammenzuflicken. Wenn du in einen Kampf gerätst, komm danach zu mir. Insgesamt gar nicht so übel. Die Leute halten mich auf Trab. Hauptsächlich kleinere Wunden, Blutergüsse, gelegentlich ein Bruch. Richtige Arbeit habe ich nur, wenn ein Ash da jemanden angreift. Das ist dann übel. Mal sehen, wie schlimm es ist. Es könnte zwar schlimmer sein, aber eben nicht viel. Bitte stillhalten. Okay, du bist wieder fit. Im Moment hätte ich das hier. Pass auf dich auf. Ich mein's ernst. Ah, der neue Deputy. Du suchst wahrscheinlich Mary. Der Doc kann dich mit allen nötigen Vorräten versorgen. Echt beeindruckend, was du bei der Galbank gemacht hast. Hey, Deputy. Neuer Deputy, was? Freut mich sehr. Was ist auf Montara Luna los? Der Hilferuf von der Wagoner Farm war doch ein wenig interessanter als gedacht. Ein paar Männer wollten die Wagoners von ihrem Land vertreiben. Erst wollten sie es kaufen, dann haben sie es mit Drohungen versucht. Wir haben sie zur Rede gestellt und es wurde hässlich. Es hat keiner von ihnen überlebt. Du hast jemandem in Not geholfen und bist lebendig zurück. Das ist ein Erfolg.
Vorerst ja. Aber sie könnte immer noch in Gefahr sein. Deswegen müssen wir mehr Infos sammeln. Welchen Eindruck hattest du von den Männern, die sich die Farm holen wollten? Wenn das stimmt, muss jemand sie angeheuert haben. Also, habt ihr etwas gefunden, das erklären könnte, warum diese Männer die Farm wollten? Haupttech-Schiffe sind nicht gerade billig. Der Dieb könnte uns vermutlich jede Menge über diese Burschen erzählen. Es gibt noch was. Sie hatten Uniformen der Freestar-Miliz an. Das Einheitenabzeichen war gelb auf schwarz mit der Zahl 1. Hast du nicht im Koloniekrieg gekämpft, Marshall? Klingelt da irgendwas bei dir? Die First Cavalry. Ich war mal in der Einheit. Aber sie wurde vor Jahrzehnten aufgelöst. Nach der Schlacht von Nera. Es war sowieso nicht mehr viel übrig. Der Krieg zwischen den United Colonies und dem Freestar Collective. Der schlimmste Konflikt, den es in den besiedelten Systemen je gab. Beide Seiten haben schreckliche Waffen eingesetzt. Unzählige Menschen sind gestorben. Der Friedens- und Sperrvertrag wurde vor 20 Jahren unterzeichnet. Aber die Wunden sitzen tief. Scheiße. Es ist unsere einzige Spur. Die Haupttech-Fabrik liegt in Haupttown auf Polvo. Near Kalu ist unser Ranger dort. Sie kann dir Ron Hope vorstellen, den Präsidenten von Haupttech. Vielleicht kann er dir helfen, den Dieb zu finden. Aber pass auf, dass du ihn nicht verärgerst. Er sitzt im Rat der Gouverneure, dem wir unterstellt sind. Normalerweise würde ich eine solche Hingabe loben. Aber du musst hier das große Ganze im Auge behalten. Wir haben unsere Befugnisse vom Rat der Gouverneure verliehen bekommen. Vergiss das nicht. Das ist jetzt deine Mission, Deputy. Finde gemeinsam mit den anderen Rangern möglichst viel über die Männer auf Montara Luna heraus. Ich suche inzwischen nach einer möglichen Verbindung zur First Cavalry. Viel Glück bei der Jagd. Gut gemacht. Hey, Deputy. Laredo baut gute Waffen, aber wenn du aus verschiedenen her... Gesetzlose, Ashtar, die Banditen von der Show. Ich habe sicher, was du brauchst.
Cora hat den Vorflugcheck sicher schon abgeschlossen. Sie ist klasse. Schiffe wie Kometen. Sie bringen uns heim. Nicht schlecht. Schreibst du es mir auf, damit ich es immer bei mir habe? Ich mache auch eine Kopie. Du verlierst ja immer alles. Wie konntest du nur das Bild vom kometenfressenden Kaninchen Wimmler verlieren?
Cora Co., wenn ich das nächste Mal in deinem Zimmer bin, ist es aufgeräumt. Okay, Papa. Versprochen. Nichts mit versprochen. Du machst das gleich. Verstanden? Ja, was gibt's? Wohin jetzt? Du bist hoffentlich hier, um mir zu helfen und nicht, um mein Schiff zu stehlen. Willkommen an Bord, Deputy. Tut mir leid, dass ich dich nicht herumführen kann. Ich habe eine Bande von Gesetzlosen verfolgt, die Handelsschiffe überfallen. Die Schweine haben mich überrumpelt. Ich konnte sie verjagen, habe aber einiges eingesteckt. Wie du siehst, kann ich keine Reparaturen vornehmen. Bald wirken die Schmerzmittel. Dann ist alles gut. Das Schiff hat Priorität. Ohne Schiff kann ich nicht arbeiten. Flick ist einfach gut genug, dass wir es nach Haupttown schaffen. Der Rest wird da gemacht. Danke. Ich bin dir was schuldig. Ranger unterstützen einander immer. Danke. So komme ich nach Hause. Du hast recht. Sie sahen ziemlich mitgenommen aus und sind vermutlich nicht weit gekommen. Aber wenn sie es in ihr Versteck schaffen,
finde ich sie nie wieder. Das dürfen wir nicht zulassen. Sie waren wohl zum Polvomond Miata unterwegs. Viel Glück bei der Jagd. Da. Hey. Und wir sind frei. Prozessor.
bist getroffen. Schaffen. Vor Ron Hope war hier nichts.
nur noch davon, dass aus ihrem Mädchen was geworden ist. Erzählt allen das Problem. Bitte um Vergebung, aber ich bin etwas verzweifelt. Das funktioniert. Hier war absolut nichts, bis Ron Hope hergekommen ist. Du hast es geschafft. Haben die Gesetzlosen dir viel Ärger gemacht? Gut, hat sicher nicht geschadet, dass ich sie schon weichgekocht hatte. Gutes Timing. Es ist gerade ein Kurier aus Aquila angekommen. Der Marshal lässt grüßen und schickt ein Briefing zu deinem Fall. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Schiff gestohlen wurde. Mir hat niemand was davon gesagt. Jedenfalls empfängt Hope uns, sobald wir bereit sind. Wenn du vorher noch was erledigen willst, nur zu. Sein Büro ist oben. Er ist in einem Meeting, aber das müsste bald vorbei sein. Komm. Es sind Laster im All. Das Motto ist so witzig. Sondern auch Mitglied im Rat der Gouverneure. Der Rat kontrolliert die Freestar Ranger, also mach ihn nicht wütend. Ich habe viel Zeit investiert, um eine gute Beziehung zu Hope aufzubauen. Er ist manchmal etwas schwierig, aber auch bewundernswert. Er hat alles aufgebaut, was du hier siehst. So ziemlich jeder in der Stadt verdient sein Geld nur dank ihm. Das muss ihn gewaltig unter Druck setzen. Was ich sagen will, behandle ihn mit etwas Respekt. Bis ganz nach oben. Bilde ich mir das ein oder haben alle Spitzenmanager der Systeme ihr Büro im obersten Stockwerk? Über allen zu stehen gibt ihnen wohl das Gefühl, nun, über allen zu stehen. Was die Teile angeht, das könnten wir outsourcen. Vielleicht ein Vertrag mit Schrottsammlern, aber die Entscheidung muss weiter oben getroffen werden. Red mit der Lama wegen der Schrottsammler. Ist keine schlechte Idee, falls wir einen guten Deal kriegen. Keinen fairen Deal, sondern einen guten. Klar? Denk daran, es zählt nicht nur unser Ertrag. Wir sind auch für das Wohlergehen aller Menschen in der Fabrik verantwortlich. Wir kümmern uns um unsere Leute, Burgett. Es ist mir persönlich sehr wichtig. Verzeihung. Mr. Hope? Ah, da sind ja endlich die Freestar Ranger. Verdammt schön, dich zu sehen, Nia. Ich glaube, wir sind fertig, Burgett. Ja, Mr. Hope. Das ist der Deputy, von dem ich erzählt habe. Großartig, großartig. Eine noble Berufung, Freestar Ranger zu werden. Wir könnten mehr von euch brauchen. Absolut schrecklich, dass ein Schiff direkt aus unserer Fabrik gestohlen wurde. Das muss bestraft werden. Je früher, desto besser. Das sind tolle Neuigkeiten. Ich lasse es sofort abholen. Damit ist eure Arbeit aber natürlich nicht getan. Der Dieb muss gefunden und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Ich muss euch sicher nicht an meine Position im Rat der Gouverneure erinnern. Zurück an die Arbeit.
legen wir los, ja? Zeit ist Geld. Absolut schrecklich, dass ein Schiff direkt aus unserer Fabrik gestohlen wurde. Das muss bestraft werden. Versprechen sind bedeutungslos. Der Dieb muss gefunden und mit der Ich muss euch... Schön, dass wir uns verstehen. Ron Hope ist mir tausendmal lieber als Benjamin Bayou. Sieht aus, als gäbe es Arbeit. Also, habt ihr wenigstens irgendeine Spur, einen Hinweis? Was passiert ist, nachdem das Schiff gestohlen wurde, ist mir egal. Ich will nur dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Ich weiß nicht, ob ich groß helfen kann, aber ich beantworte gerne alle Fragen. Gut. Dir muss eines klar sein, Deputy. Diese Stadt ist die Heimat von Männern, Frauen und Kindern, die auf Hope-Tech angewiesen sind. Ich biete ihnen die Jobs, die ihnen genügend Essen und ein Dach über dem Kopf sichern. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Wenn die Sache herauskommt, verlieren meine Investoren das Vertrauen und meine Arbeiter bezahlen dafür. Das darf nicht passieren. Du bist bekannt dafür, auf deine eigenen Leute aufzupassen, Hope. Das wird der Deputy bestimmt nicht vergessen. Ach ja. Nun, das höre ich gerne. Ich habe hart dafür gearbeitet, dass hier alle gut versorgt werden. Schön, dass wir uns verstehen. Entschuldigung, Mr. Hope. Aber es ist dringend. Nicht jetzt, Cosette. Ich bin beschäftigt. Aber wir haben neue Informationen. Ich habe soeben erfahren, dass das gestohlene Schiff direkt nach dem Diebstahl in Neon gelandet ist. Endlich ein Durchbruch. Tja, Deputy, wie es aussieht, fliegst du nach Neon. Und ich kann mich wieder der Arbeit widmen. Denk daran, was wir besprochen haben. Meine Leute zählen auf dich. Hey. Können wir uns kurz unterhalten? Das war nicht so hilfreich wie erhofft. Aber immerhin weißt du jetzt, wo du anfangen musst. Hoffen wir es. Du fliegst also wohl nach Neon. Es gibt dort einen Ranger, Jalen Price. Er ist ein bisschen anders als wir anderen. Aber Neon ist ja auch ein bisschen anders. Er kann dir bestimmt helfen. Also, wir haben beide zu arbeiten. Hat mich gefreut, Deputy. Danke noch einmal für die Hilfe da draußen. Kein Problem. Viel Glück in Neon, Deputy. Ich hoffe, du genießt deinen Besuch bei Hope-Tech.
Schön, wieder da zu sein. Du befindest dich im Freestar-Raum. Geschwindigkeit und Kurs beibehalten. Wir scannen auf Schmuggelware. Okay, alles klar. Willkommen in Neon. Zur Hölle soll das? Tu nicht so! Die Detektoren haben das Aurora, das du bei dir hast, sofort erfasst. Steh schön langsam auf und dreh dich um. Wenn du fliegst, schieß Mir ist egal, für wen du arbeitest. Du kannst nicht... Oh, du bist der Neuling, oder? Wie er leibt und lebt. Der Marshall hat gesagt, du gehst einem Hinweis auf ein gestohlenes Schiff nach. Ehrlich gesagt fließt sehr viel Diebesgut hier durch. Aber die Stadt wahrt ihre Geheimnisse sehr gut. Sogar vor uns. Ja, so ungefähr. Wir sind hier nicht in Aquila City. Die Marke ist hier weniger wert. Die Leute, die hier das Sagen haben, scheren sich nicht groß ums Gesetz. Unser Job ist es, den Frieden zu hüten und dafür zu sorgen, dass die Gewalt nicht eskaliert. Es kann hier wirklich keiner einen übereifrigen Deputy brauchen, der überall herumschnüffelt. Neon ist ein verdammt hartes Los. Praktisch alles und jeder arbeitet dort gegen das Gesetz. Gut. Ist klüger so, auch wenn es mich echt wurmt. Dein gestohlenes Schiff muss im Raumhafen gelandet sein. Wenn es frisch aus der Fabrik kam, ist es sicher aufgefallen. Ich kenne da einen, Billy Clayton. Er macht in der ganzen Stadt Wartungsarbeiten und behält für mich den Schiffsverkehr im Auge.
Ich stelle ihn dir vor, aber erwarte keinen Gefallen. In Neon kostet alles etwas, wenn auch nicht immer Credits. Komm. Echt beeindruckend, wie du bei dem Bankraub in Aquila City freiwillig mitgeholfen hast. Ja, ich habe die Berichte alle gelesen. Eins lernt man in Neon schnell. Informiert bleiben und am Leben bleiben gehören zusammen. James Newell sollte sich vorsehen. Echt erstaunlich, dass du keine einzige Geisel verloren hast. Kein Wunder, dass der Marshall dich sofort rekrutieren wollte. Wenn er es nicht getan hätte, hätte er ausgesehen wie ein Idiot, weil ein unbeschriebenes Blatt einfach seinen Job für ihn macht. Wenn hier jemand versuchen würde, eine Bank zu überfallen, würde er sofort... Aber das ist dir klar, oder? Deswegen hast du mir gerade gesagt, dass du keinen Ärger machst. Wenn du das beherzigst, passt du hier gut rein. Zurück. Das ist ein Befehl, keine Bitte. Hey, Billy. Hast du kurz Zeit? Was? Ah, du bist's. Du hast mich erschreckt. Ich dachte, du bist einer von Goodmans Leuten. Weit gefehlt. Unser neuer Deputy hier arbeitet an einem Fall und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Schieß los, Neuling. Was brauchst du? Ein gestohlenes Haupttech-Schiff, ja? Tja, es ist so. In Neon gibt es unendlich viele Schiffsdiebe. Ich sehe sie täglich kommen und gehen. Ist ganz schön schwer, die alle auseinanderzuhalten, wisst ihr? Ich ahne schon, worauf du hinaus willst. Ach ja? Ich bin einer davon. Ich kann dir helfen, aber im Moment ist mein Leben in Gefahr, obwohl ich nichts gemacht habe. Freestar Ranger sollen doch die Unschuldigen beschützen, oder? Dann musst du dir das anhören. Es geht um meinen Bruder. Er ist gestorben, hatte aber noch Schulden bei einem Syndikat-Kreditteil namens Emmett Goodman. Jetzt will Goodman das Geld von mir eintreiben. Und wenn ich nicht zahle, bin ich tot. Dieser Emmett Goodman klingt ja nach einem netten Kerl. Ja, er ist sogar für hiesige Verhältnisse übel. Und das will was heißen. Vom Einzigen, das hier von Bedeutung ist. Vom Seoka-Syndikat. Denen gehört die Stadt quasi.
Aber Gerüchten zufolge hat Emmett Goodman sich unbeliebt gemacht. Sie vermissen ihn also vielleicht nicht, falls er verschwindet. Also in meinen Augen sind unsere Probleme miteinander verwoben wie die Treibstoffleitungen in einem Schubdüsengehäuse. Vielleicht kann ich eine Ausnahme machen. Ja, absolut. Ich muss darüber nachdenken. Das führt doch zu nichts. Tut mir leid, aber wir reden hier von meinem Leben. Wenn du an meiner Stelle wärst, würde es dir sicher genauso gehen. Ich schwöre es bei meinen besten Schraubenschlüsseln. Goodman hat sich in einem der Lagerhäuser in Epside verschanzt. Das Lagerhaus ist fest verriegelt, aber es gibt einen Wachmann, der einen Schlüssel hat. Ich bleibe bei Billy, falls Goodmans Eintreiber auftauchen. Die sind nicht so dumm, sich mit mir anzulegen. Überall anders wäre eine Fischverarbeitungsfabrik keine große Sache. Aber das ist Bayous Goldesel. Also gehen wir zurück zu diesem Tresor. Ich hätte nichts gegen ein Upgrade.
Das war's dann. Das ist Privatgrund. Geh weiter. Das ist ein Privatgrundstück. Wenn du dich anständig benimmst und nicht zu lange bleibst, dann komm ruhig kurz rein. Hier, damit kommst du rein. Guten Tag. Sieh mal einer an. Besuch ist doch immer schön. Was führt dich her, hm? Bisschen knapp bei Kasse vielleicht? Wirklich sehr nett, dass du für mich intervenierst. Aber ich habe alles bestens im Griff. Dennoch danke für deine Sorge. Ich weiß nicht, ob er scherzt oder nicht. Falls du versuchst, an meine Gutmütigkeit zu appellieren, gehst du von falschen Annahmen aus. Nun weißt du, in meiner Branche zahlt sich Weichherzigkeit nicht aus. Was hast du damit eigentlich zu schaffen? Nun, ich fürchte, das ist mir herzlich egal. Dann ist die Angelegenheit für mich erledigt. Du kannst Billy Clayton sagen, dass ich ihn nicht mehr behelligen werde. Und was dich angeht, nun, die Ranger haben zwar den Ruf, gut und edel zu sein, aber ich bin dennoch überrascht. Sei lieber vorsichtig.
musst auf alles gefasst sein. Schön vorsichtig. Hast du mit Goodman geredet? Du hast alles bezahlt? Das hätte ich nie erwartet. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass du noch andere Einnahmequellen hast als nur dein Deputy-Gehalt. Okay, jetzt muss ich meinen Teil der Abmachung einhalten. Die Frau, die ihr sucht, heißt Grace Early. Sie stiehlt Schiffe und dann kommt sie meistens damit hierher, um die Ware zu verkaufen. Gerüchten zufolge hat sie gerade einen Job für eine Söldnerbande abgeschlossen und wirft nur so mit Geld um sich. War also wohl lukrativ. Ich kenne sie. Wenn sie gerade nicht arbeitet, ist sie Stammgast bei Madame Sauvage. Das ist auf der oberen Plattform. Ich gebe dir Rückendeckung. Echt Wahnsinn, was du für mich getan hast. Gehört, bei Reliant Medical sind die Vorräte knapp. Wenn Doc Manning das nicht in den Griff kriegt, müssen sie am Ende zumachen. Ich werde nicht den ganzen Tag hier rumstehen. Willst du das Zeug oder nicht? Ich habe Interesse, aber du fragst, was das ist. Klasse. Du hast mir gerade noch gefehlt. Ein Freestar-Ranger und sein... Was bist du? Ein Sidekick oder sowas? Wow, deine Mama ist sicher stolz auf dich. Und warum rede ich mit dem Sidekick und nicht mit dem Ranger? Der Fall gehört dem Deputy. Ach ja? Und du musstest für mich kleines Ding Verstärkung mitbringen? Ich bin geschmeichelt. Aber das ist nicht mein erstes Verhör. Bringen wir es bitte hinter uns. Ach, bist du höflich. Deine Mama ist sicher stolz. Du erzählst mir jetzt bestimmt gleich, dass du ein paar Fragen hast, die ich bitte beantworten soll. Kommt das ungefähr hin? Ich habe ein Schiff gestohlen und keiner wurde verletzt und ich habe es nicht behalten. Das war ein Auftrag. Ich sollte es an ein paar Männer liefern. Ich weiß nicht mal, wo es jetzt ist. Das war nur ein Auftrag. Hey, ich habe ihnen nur ein Transportmittel verschafft. Sie haben nicht gesagt, wohin sie damit wollen oder was sie vorhaben. Ich hätte nicht mitgemacht, wenn ich gewusst hätte, dass jemand verletzt wird. Ich mag keine Gewalt. Keine Fragen zu stellen ist genauso schlimm. Hätten sie die Frau getötet, wäre das Beihilfe zum Mord gewesen. Hast du daran mal gedacht? Ich... Nein, habe ich nicht. Ich will es ja wieder gut machen. Eine Frau namens Maya Cruz hat mich kontaktiert. Sie hat gesagt, sie ist ein hohes Tier bei der First und hat einen Job für mich. Sie hat mit einem Insider bei Hoptech gearbeitet und vorgeschlagen, dass ich ein Schiff direkt aus der Fabrik stehlen soll. Wir waren mitten in den Planungen, als sie plötzlich einen medizinischen Notfall hatte. Sie sagte, dass sie eine Operation bräuchte und sich dann lange erholen müsste. Das war vor ein paar Wochen, seitdem habe ich nichts mehr gehört.
Nein, aber es klang ernst. Sie war emotional. Ziemlich geschockt sogar. Ich wollte nicht neugierig sein. Kurz darauf hat mir ein Typ namens Marco geschrieben. Hat gesagt, er wäre bei der First fürs Geld zuständig und hat mir die Hälfte im Voraus angeboten. Ich bin ihm aber nie persönlich begegnet. Lief alles über Mittelsmänner und verschlüsselte Slates. Ich hatte das Gefühl, dass er brutal paranoid ist. Hast du eine von den verschlüsselten Slates dabei? Ja, hier, nimm sie. Ich bin durch mit der Sache. Willst du sonst noch was wissen? Gar nichts im Grunde. Sie haben mir nur gesagt, wo und wann wir uns treffen. Haben mich bezahlt und das war's. Nein, gar nichts. War ein bisschen enttäuschend, nachdem sie mich so gut bezahlt haben. Nicht mal einen kleinen Hinweis. Ich sag's dir, der Typ ist ultra vorsichtig. Es ist sicher extrem teuer, die First zu finanzieren. Er muss jede Menge Zeug am Laufen haben. Ja, klar. Wenn du das nächste Mal im Turm bist, solltest du die verschlüsselte Slate Ranger Alex Shadid geben. Der hat ein Händchen für Kryptographie. Wenn jemand die Slate knacken kann, dann er. Ich muss zurück. Viel Glück, Deputy. Dann darf ich gehen. Gern geschehen. Noch nie so höfliche Gesetzesvertreter erlebt. Ich sage Cora, dass wir da sind. City.
Das war saubere Arbeit. Das war's dann wohl. Bis zum Gesicht.